So, hier bin ich noch mal wieder. Und zwar hatte ich Post bekommen. Und zwar von der lieben Swantje. Wir wollten ja einen Flipbook-Tausch machen. Und sie hat ja meins schon. Und ja, jetzt ist ihrs angekommen. Oh, ich bin schon total aufgeregt. Das glaubt ihr gar nicht. Und ja. Sie wollte ja versuchen, das Flipbook im Halloween-Thema zu machen. Oh, und ich bin super, super gespannt. Oh Gott. Ja, ich habe die Adressen abgemacht. Ich habe noch nicht aufgemacht. Das, ja, das möchte ich jetzt mit euch zusammentun. Okay. Auf geht's. Uiuiuiui. Meine Hände schwitzen ein bisschen. Ich muss mal kurz abputzen. So. So. Na, verzeiht mir bitte, ich bin gerade so aufgeregt. Da habe ich noch heute überlegt, ob ich diese Tütchen mitnehmen möchte. Richtig cool. Ich hoffe, das darf ich zeigen, aber da steht jetzt nichts Privates. Oh, süß. Hihi. So, legen wir das mal hier hin. Klar, wohin auch sonst? Ja, verzeiht mir, falls ich irgendwie Quatsch reden sollte oder so. Das ist alles die Aufregung, ne? Alles die Aufregung. So, ich hoffe, ich brauche jetzt hier keine Schere. Na. Ich hole mal lieber kurz die Schere, bevor hier gleich ein Unglück passiert. Ich mache mal kurz auf Pause. So, da bin ich wieder mit einer Schere. Da sehe ich schon. Das sieht. Huch, sorry fürs Wackeln. Das sieht super interessant aus. Oh mein Gott. Ach du meine Güte, ist das schön. Boah. Swanche. Oh mein Gott. Schon habe ich wieder schwitzige Hände. Toll. Mal kurz abputzen. Oh mein Gott. Könnt ihr euch schon mal das Cover angucken? Oh mein Gott. Boah. Das ist ja der Oberwahnsinn. Boah. Uch. Hier ist ja noch so ein Anhänger mit meinem Namen. Hihi. Boah, ist das cool. Auch noch mit so einem Kürbis dran. Was ist das hier eigentlich? Ach so. Boah, ist das cool. Oh je, da war meins aber nicht so toll. Boah, wo kriegt man so cooles Papier her? Guck ich jetzt zuerst. Ich guck mal auf die Rückseite. Oh mein Gott. Das wird lustig. Muss mich erstmal hier, oh, erstmal hier zurechtfinden. Ja, ich mache mal die Rückseite. Kann ich das? Ich mache das lieber hier so auf. Ui. Da hat sie mir so einen süßen Anhänger noch reingepackt. Oh, schön. Der kommt natürlich auch bei mir mit ins Wohnzimmer.
Ich habe ja schon zwei Teile von dir, die habe ich ja mal gekauft. Da war ich auch schon total glücklich, als ich die Teile hatte. Ja, ich tue das mal zur Seite. Boah, was sie für ein schönes Papier benutzt hat. Wow. Ja, so schön. Was ist das eigentlich? Oh. Ach du meine Güte. Das ist ja cool. So eine Schüttelkarte. Boah, das hast du echt toll gemacht. Oh, voll cool. Oh mein Gott. Und hier sind noch. Was ist denn das? Boah, diese Tüten, ne, die sind ja auch mal genial. Boah, richtig cool. Ich muss mir das alles genau ansehen. Was ist das denn? Wo kommt denn das her? Ach so, das klebt da wahrscheinlich irgendwie irgendwo hier dran. So. Ich weiß jetzt gar nicht, was das hier ist. Ist das so eine, nennt sich das nochmal? Ah, ich komme gerade wieder nicht drauf. Naja, ihr wisst, was, ihr wisst, denke ich mal, was das ist. So, was ich meine. Oh, es ist so schön. Jetzt auch noch so eine coole Hand drauf geklebt. Meine Güte. Hier ist noch ein Anhänger. So einer coolen Hexe. Oh, super, ich bin jetzt schon völlig fertig. Oh Gott, ich muss mich mal kurz vernünftig hinsetzen. So, dann klappen wir das mal auf. Oh, es ist so schön. Wow. Boah. Wie das alles schimmert und glitzert und ach. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Was ist das denn? Was ist denn das? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Oh, die Katze ist auch süß hier. Wie ihr sehen könnt, alles schimmert, alles glitzert. Richtig cool mit diesen Häusern. Oh, oh Gott, Sandje. Und hier hängt noch so ein Anhänger. Was steht da? Abu steht da. Abu. Boah, richtig cool. Uiuiuiui. Dann öffnen wir mal erstmal diese Seite hier. Ganz, ganz vorsichtig. Ach du meine Güte. Boah. Das ist ja. Ach du meine Güte. Muss ich erstmal. Man weiß gar nicht, wo man zuerst gucken soll, oder? Wie geht's euch? Ich weiß nicht. Boah, ist das cool. Das ist hier so. Wie heißt das nochmal? Dieses Glossy, ne? Ja, das wollte ich mir auch mal besorgen. Mal so ein bisschen ausprobieren. Da hat sie auch, glaube ich, diesen Pearl Maker, glaube ich, benutzt. Hier oben. Mal hier so ein schönes Gespenst. Da hat sie mir hier noch so zwei Klammern noch reingefriemelt. Ach du meine. Gibt es ja echt so viel zu sehen. Und hier oben hat sie noch so ein tolles Klebeband benutzt hier. Oh Gott. Was haben wir denn hier noch? Das kann man rausziehen. Ich guck mal kurz, was da. Nein, ich mache das hier mit euch. Oh, die sind ja cool.
Das sind doch diese Glitzersteine von Dolan Beats, denke ich mal. Richtig cool. Packe ich mal wieder erstmal hier rein, damit alles seine Ordnung hat. Boah, meine Güte, das Wand hier. Also, das ist ja echt der Oberwahnsinn, ne? Das ist ja meine Güte. Ich bin total begeistert. Boah, wie schön. Auch wieder so ein tolles Papier hier benutzt. Dieses hier. Und hier noch so tolle Blätter. Boah. Dann hat sie mir noch so einen Anhänger von den Schokotafeln noch eingepackt. Oh Gott, Mann, ich kann das nicht an Schlüsselanhänger dran machen. Ich habe Angst, was zu verlieren. Es kommt alles dann ins Wohnzimmer bei mir. Ich zeige ich euch das ja auch mal. So, klappen wir das mal zu. Und klappen hier mal auf. Ui. Boah, richtig cool. Ich bin nicht sprachlos, das ist so cool. Was hat sie denn hier noch gemacht? Ach so, das sind noch mal so Goodies. Die lasse ich jetzt mal drinne. Irgendwie sieht das gerade voll cool aus, so finde ich. Das ist, glaube ich, so eine Art Tasche. Und damit die Sachen nicht rausfallen, hat sie dann wohl hier dieses Klebeband draufgeklebt. Ich muss das auch mal machen wie heißt, dass man das so schön klappen kann. Aber ich bin ja noch am Üben. Was ist denn das alles? Jetzt auch so eine schöne Schleife hier benutzt. Und wieder so ein tolles. Ach, das ist wieder dieses tolle Papier. Ach so, das kann man das hochklappen? Ja. Jetzt sind mir noch so ein paar schöne Sachen noch hier reingeklebt. Das finde ich auch voll cool, das so übereinander so zu kleben. Und noch so. Boah, kriege ich das hier hoch? Ja. Hier noch so coole Anhänger noch drin. Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin echt total begeistert. Dann, ach, hat sie hier noch so eine Tasche gemacht. Hier noch so ein paar Schilder noch drin. Und ich mal kurz raus. Das sind doch die von dem, wer ist das nochmal? Von diesen Bögen da, wo diese Texte und so drin sind, genau. Cool. Vielen, vielen Dank. Dann hat sie mir hier noch so einen süßen Stickerbogen eingepackt. Habe ich auch noch nie gesehen. Auch sehr interessant. Ach so, Thema Hochzeit, oder? Jo, ist Thema Hochzeit. Ist ja auch mal gut, sowas da zu haben. Man weiß ja nie, ne? Vielen, vielen Dank. Die sehen sehr schön aus. Das packe ich mal kurz zur Seite. Das sieht so toll aus. Und mir ist gerade hier was aufgeklappt. Halte ich das mal so. Oh, richtig, richtig toll. Ich bin verliebt.
Das ist so süß. Ich hoffe, man kann das alles gut erkennen. Machen wir das mal so als Ganzes nochmal auf. Hat sie auch hier noch so ein Spinnennetz noch aufgeklebt. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Ah, so, ne? Ja. Boah, ist das schön. Ich freue mich total. Richtig, richtig schön. Ich hoffe, ich kann auch mal irgendwann so schön basteln. Das wäre echt toll. Ja, ich bewundere die Swantje auch immer. Die macht immer so tolle Sachen. Oder du machst immer so tolle Sachen. Ich weiß ja nicht, ob du dir das Video anschaust. Ach, wo waren denn hier nochmal die Sachen drin? War das hier? Ich glaube, das war hier, ne? Das passt alles super zusammen, hier so mit dieser Tüte und so. Richtig, richtig cool. Ist auch so süß hier mit diesen Anhängern und so. Ich schau mir das mal gerade so an, wie das so funktioniert. Das finde ich nämlich echt eine schöne Idee. Nochmal diese Seite. Ja, ich bin sehr, sehr begeistert. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das ist genau nach meinem Geschmack. Was das hier ist, ist das so ein. Das ist aber jetzt nicht so ein Gießteil, oder? Ich weiß gerade nicht, was das ist. Hab ich noch nie gesehen. Das ist nämlich so. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist hier so ein bisschen so ribbelig, oder wie man das nennt. Keine Ahnung, ob man das gerade erkennen kann. Boah, die Katze ist auch so cool. Ja. Richtig, richtig schön. Oh, ich hoffe, dass mir nichts kaputt geht. Das wäre sehr ärgerlich. Auch dieser schöne Anhänger. Nochmal hier die Rückseite. Boah, ich finde das echt cool hier, dass man das so aufklappen kann. Richtig, richtig toll. Aber das Papier ist echt cool. Da musst du mir mal sagen, wo du das her hast. Das würde mich echt mal interessieren. Das ist voll schön. So. Ja. Das ist das Flipbook von der lieben Swantje. Es ist echt wunder, wunder, wunder toll geworden. Ja, oh Mann, ich freue mich so, dass ich mit dir tauschen durfte. Es war ja noch so ziemlich am Anfang, als sie da so rumprobiert hatte mit den Flipbooks. Da hatte ich mich dann ja mal ganz schnell so ja, gemeldet. Ich habe mich mal getraut. Genau wie auch damals mit dem Pocket Letter. Da haben wir auch mal eingetauscht. Ja, ich freue mich sehr, dass ich was von ihr habe. So als Fan, ne? Klingt überhaupt nicht krank oder so, aber ja, ich gebe es halt zu, ich bin halt ein Fan von ihr und ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Swantje, dass ich mit dir tauschen durfte. Und bedanke mich für dieses wunder, wunder, wunderschöne Flipbook. Das ist echt, also. Ja, sie probiert einfach was aus und ist, ja, ist Funs direkt. Ist einfach so. Sie kann einfach alles. Das möchte ich auch gerne können. Einfach mal was ausprobieren und zack, es gelingt sofort. Das wäre voll cool. Ja. Ihren
Ja, ich verlinke ihren Kanal in der Infobox. Wahrscheinlich kennt den ja sowieso jeder, aber ich mache es trotzdem. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei dir, nochmal 100 Mal. Oder nochmal, ja, paar Millionen Mal. Danke, 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 danke. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und euch anderen auch. Ja, ich freue mich. Ich verabschiede mich von euch jetzt und ja, wünsche euch allen einen schönen Tag und dir auch, liebes Warntje. Und liebe, liebe Grüße. Tschüssi!